Liebe Brüder und Schwestern, wenn du vollkommen sein willst, verkauf, was du hast, gib das Geld den Armen, dann wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben, so sagt Jesus heute zu diesem Mann, der ihn fragt, was er tun muss, um das ewige Leben zu gewinnen. Und er geht traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus erkennt das Herz dieses Menschen, er kennt unser Herz, er weiß, woran unser Herz hängt. Und deswegen sagt er, ja, wie schwer ist es für einen Menschen, der viel besitzt, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Ja, wie schwer ist es, wenn man viel hat, Reichtümer besitzt, ja, auf die Stimme Gottes zu hören. Wie schwer ist es, sein Herz nicht an die irdischen Güter zu hängen, an Geld und Besitz. Ja, wie leicht vergisst man auf Gott, auf seine Gebote, wenn man alles hat, sich alles leisten kann, ja, wenn man im Geld schwimmt oder wenn man einfach, wenn man sich's einfach gut gehen lässt, wenn man den Wohlstand genießt. Wie viele Menschen leben heute so, sie vergessen auf Gott, im Wohlstand, im Reichtum, wenn es den Menschen gut geht, dann ist die Versuchung so groß, ja, wozu braucht man dann noch Gott? Gebet, ja, gibt es denn Gott überhaupt noch? Viele haben den Glauben verloren. Und ich denke, das hat Gott auch schon vorausgesehen damals, als er uns die Gottesmutter Maria gesandt hat. Er sendet sie ja immer wieder hinein in unsere Welt. Damals 1917 in Fatima. Und auch später noch an vielen anderen Erscheinungsorten schickt Jesus uns seine Mutter, um uns zu mahnen, wach zu rütteln, dass wir ja unser Herz nicht an die irdischen Güter hängen, uns nicht verlieren an das Zeitliche, sondern dass wir unser Herz wirklich bei Gott haben, dass unser Glaube stark wird. Maria, sie kommt 1917 in Fatima und diese Erscheinungen werden bestätigt durch dieses große Sonnenwunder am 13. Oktober, wo tausende Menschen, 60.000, 70.000 Menschen versammelt waren. Ja, nicht nur Gläubige, sondern auch ungläubige Atheisten haben dieses Schauspiel am Himmel beobachtet, diesen Tanz der Sonne, diese Strahlenbündel, die ausgesandt worden sind. Ja, Jesus, er ist unsere Sonne, das Licht unseres Lebens. Pater Pio hat einmal gesagt, die Welt könnte eher ohne Sonne existieren als ohne heilige Messe. Was für ein Vergleich. Ja, so wichtig ist dieses Opfer Christi für uns. So wichtig ist es, dass Jesus bei uns ist, dass er uns durch sein Kreuzesopfer erlöst hat, durch seinen Tod und seine Auferstehung. Ja, dieses Opfer wird präsent, gegenwärtig, wenn wir die heilige Messe feiern. Da ist der Herr mitten unter uns. Da gibt er für jeden von uns sein Leben hin. Ganz persönlich vergießt er sein Blut zur Vergebung unserer Sünden. Vielleicht denken wir viel zu wenig daran, wie sehr Gott uns liebt. Er gibt seinen Sohn hin. Der Vater schenkt uns seinen Sohn Jesus. Darauf möchte die Mutter Gottes uns aufmerksam machen, durch ihre Erscheinungen, durch das, was sie uns sagt, durch ihre Botschaften. Sie ruft uns auf, umzukehren, nicht dem Materialismus zu verfallen, dem Atheismus, uns nicht blenden zu lassen vom irdischen Glanz, vom zeitlichen irdischen Reichtümern. Richten wir unseren Blick auf den Herrn, er ist die wahre Weisheit, wie wir in der ersten Lesung gehört haben. Ja, Jesus selber ist diese Offenbarung der Weisheit Gottes. Er ist sozusagen diese fleischgewordene Weisheit Gottes für uns.
Ihm sollen wir nichts vorziehen, keine Reichtümer, keine Schätze, denn Gold ist im Vergleich zu ihm ja nichts, nur Lehm, Silber wie Sand. Was sind die Edelsteine im Vergleich zu dem, was Gott uns schenkt in seinem Sohn? Er schenkt uns ewiges Leben, die Vergebung der Sünden, eine unzerstörbare Hoffnung. Ja, vertrauen wir dem Herrn, seiner rettenden Macht, und stellen wir ihn auf den ersten Platz. Gott soll den ersten Platz in unserem Leben, in unserem Herzen einnehmen. Das ist der Weg der Vollkommenheit. Es geht nicht darum, dass wir so vielleicht wie die Ordensleute alles hingeben, dass wir diese evangelischen Räte so befolgen, indem wir diese drei Gelübde ablegen, der Keuschheit, des Gehorsams, ja, der Armut. Armut müssen wir üben, ja, wir müssen arm sein vor Gott. Jesus sagt, selig die vor Gott arm sind, ihnen gehört das Reich Gottes. Das kann auch jemand leben, der Besitz hat, der Familie hat, der vielleicht auch viel hat, auch Millionäre, wenn sie mit ihren Reichtümern gut umgehen, wenn sie nicht nur an sich selber denken, sondern immer daran denken, dass jeder Besitz, alles was man hat, Geschenk Gottes ist, ja eine Leihgabe letztlich, die man verwaltet. Alles was wir haben und sind, gehört Gott. Wir sind nur die Verwalter. Und wir sollen mit dem, was Gott uns geschenkt hat, gut umgehen. Wir sollen seine Liebe weiterschenken, den Notleidenden zu Hilfe kommen, miteinander teilen, damit wir nicht gefangen werden von diesen irdischen Reichtümern, vom Geld, vom Besitz. Ja, so leicht wird das zu einer Kette, wird das zu einer Gefangenschaft, zu einer Fessel, die uns daran hindert, Jesus nachzufolgen. Davor möchte der Herr uns bewahren. Deswegen ist es so notwendig, dass wir beten, dass wir diese Kraft von Gott empfangen. Maria, sie bittet ja immer wieder, sie fordert uns auf zum Gebet, gerade im Oktober zum Rosenkranzgebet. In Fatima kommt sie als die Rosenkranzkönigin. Ja, dieses Gebet hat so eine Kraft, so eine Macht, wenn wir es andächtig beten, wenn wir diesen Rosenkranz auch mit dem Herzen beten, nicht nur schnell, schnell mit dem Mund, sondern wenn wir diese Geheimnisse auch betrachten, wenn wir diese Geheimnisse der Erlösung in uns eindringen, einwirken lassen, dann empfangen wir diese wahre Weisheit Gottes, dann werden wir erfüllt vom Licht des Heiligen Geistes. Dann erkennen wir unsere eigene Berufung, das, was uns daran hindert, ganz Gott zu gehören, ihm zu vertrauen, was uns daran hindert, Jesus nachzufolgen, dann befreit er uns von dem, was Sünde in uns ist, wo wir die Gebote Gottes nicht halten, wo wir nicht auf sein Wort hören. Ja, beten wir vertrauensvoll zum Herrn, er möge uns erleuchten mit seinem Licht. Und Maria betet ja auch in Fatima und dann später richtet sie diese Bitte an Schwester Lucia, dass wir uns ihrem unbefleckten Herzen weihen. Sie ist ja die Mutter und Königin der Weisheit. In ihrem unbefleckten Herzen finden wir Zuflucht, finden wir Jesus, ihren Sohn, finden wir das Licht des Heiligen Geistes, die Quelle neuen Lebens, weil sie ganz erfüllt ist von Gott in ihrer makellosen, sündenlosen Reinheit und Schönheit. Ja, möge der Herr uns durch die Fürsprache seiner und unserer Mutter Maria erfüllen mit dem Licht des Heiligen Geistes, mit seiner Weisheit, mit seiner göttlichen Kraft, mit seiner Liebe und mit seinem Frieden. Amen.